Hier ist das SKB-Journal vom Donnerstag und das sind unsere Themen. Furchtbares Verbrechen in der Havelstadt. Mann sticht Frau mit Messer nieder, Täter nach der Flucht gefasst. Finanzierung des Klinikums ist gesichert. Geschäftsführerin Gabriele Wolter äußert sich zur aktuellen Situation. Und für immer weg, Brandenburger Original Pflocki verkündet im SKB seinen Ausstieg aus den sozialen Projekten. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal vom Donnerstag. Dramatische Vorfälle gab es am Morgen in der Havelstadt. Um kurz nach 6 Uhr wurden Rettungskräfte in die Ferdinand-Lasalle-Straße gerufen. Dort brannten zwei Fahrzeuge aus. Außerdem gab es ein Gewaltverbrechen. Ein Mann attackierte eine Frau wohl mit einem Messer. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Täter flüchtete in Richtung Grüninger Landstraße. Dort krachte er gegen einen Baum, wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und wird dort von der Polizei überwacht. Zurzeit wird geprüft, ob die brennenden Fahrzeuge mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Wie sieht die finanzielle Lage im Städtischen Klinikum Brandenburg aus? Die kommunale Gesundheitseinrichtung brauche dringend frisches Geld. Das war zu lesen und zu hören. Nun legte die Klinikumsleitung am Montag im Hauptausschuss den Wirtschaftsplan 2020 vor. Der SKB sprach mit der Geschäftsführerin Gabriele Wolter über die aktuelle Situation. Es gibt eine Ergänzungsvorlage zu diesem Wirtschaftsplan, aus der hervorgeht, dass der Oberbürgermeister eine zusätzliche Patronatserklärung abgeben müsse, wenn das städtische Unternehmen weitere Kredite aufnehmen wolle. Diese Erklärung sei aber nicht rechtsverbindlich, damit würde die Stadt nicht in irgendeine Haftung eintreten. Darauf weist die Klinikumsleitung hin. Im Übrigen betont die Geschäftsführerin Gabriele Wolter, auf diverse Veröffentlichungen angesprochen, sei es nicht immer einfach, einen Klinikhaushalt richtig zu verstehen. Es ist immer ein bisschen schwierig, jemanden, der etwas abseits steht, zu erklären, wie die Finanzierung eines Klinikums funktioniert. Aber letztendlich haben wir keine wesentlich andere Situation als im vergangenen Herbst, als dann die Stadtverordneten auch beschlossen haben, dass wir den TWB-Kredit kriegen. Sollte die Stadt also diese Patronatserklärung abgeben, was die Klinikumsleitung hofft, dann wäre der Weg für weitere Kredite offen. Wir haben jetzt die Chance, einen sowieso laufenden anderen Kredit, den wir jetzt verlängern müssten, dafür einen anderen Kreditgeber zu bekommen, der in diesen Kredit einsteigt mit günstigeren Konditionen und der dann sagt, wenn es die weiche Patronatserklärung der Stadt gäbe, könnten sie den Kredit sogar noch erweitern, sodass wir dann den TWB-Kredit weniger in Anspruch nehmen müssten. Da haben wir einen relativ hohen festgelegten Zinssatz. Das heißt, das würde uns finanziell unter Umständen sogar noch besser gefallen für unseren Haushalt, weil wir weniger Zinsen zahlen müssten. Dass diese Kreditaufnahme überhaupt notwendig ist, dafür macht Gabriele Wolter die schleppende Zahlungsmoral der Krankenkassen verantwortlich. Da haben wir seit Anfang des Jahres schon ein paar Probleme, dass die Kassen noch schlechter zahlen, als es vorher gewesen ist. Und wir hoffen aber, dass wir mit der Budgetverhandlung dann im Mai auch zu Ende kommen, ohne dass wir uns groß rumstreiten und dass dann zumindest für 2019 die Ausgleiche gezahlt werden. Und dann sieht es von der Liquidität ja auch schon wieder besser aus. Von finanziellen Turbulenzen will die Geschäftsführerin aber nichts wissen. Die Kredite mussten für die wichtigen Bauvorhaben aufgenommen werden. Die Ausgleichsbeiträge der Krankenkassen würden weiterhelfen, weil vieles vorfinanziert werden musste. Die Wirtschaftlichkeit ist gegeben, nur wir haben halt eine schwierige Liquidität. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir sehr viele Vorhalteleistungen haben, sehr viele Vorfinanzierungen haben, wie zum Beispiel das viele Pflegepersonal, was wir zusätzlich eingestellt haben, den neuen Tarif, den wir eingeführt haben. Das Geld bekommen wir, aber alles erst später. Und diese Vorfinanzierung fällt uns heute besonders schwer. 300.000 Euro zusätzliche Fördermittel kommen vom Land und die Klinikleitung rechnet im Wirtschaftsplan 2020 sogar mit einem Überschuss von 150.000 Euro. Das Vorjahr war mit einem Minus abgeschlossen worden. Knobi, Knobi, und du bleibst vital.
Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern, das Radfahren ging schwer, Treppe steige, Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Faust, der deutsche Klassiker von Johann Wolfgang von Goethe in einer Inszenierung von Kai Schubert. Faust erzählt von einem, der alles gelernt hat und nichts fühlen kann. Der nach Erkenntnis strebt und sich nicht begrenzen lassen will. Die Erde hat mich wieder. Das ruft Mephisto auf den Plan. Der Teufel legt Faust alles zu Füßen. Dieser braucht nur zuzugreifen. Doch Faust wird nicht glücklich und zufrieden. Er geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Was willst du mir geben, armer Teufel, fragt Faust. Mephisto wirft Köder um Köder aus. Doch nichts ist für Faust schön und erfüllend. Die Suche nach dem Sinn wird ein Abenteuer. Dieses hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Das liebende Gretchen und ihre ganze Familie, sie alle fallen dem Größenwahn Fausts zum Opfer. Kann Faust Verantwortung für seine Taten übernehmen oder sieht er immer nur sich? Ist Goethes Drama ein individualistischer Amoklauf oder zeichnet es ein Sinnbild des Menschen? Wenn es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott, Verwerber, Lügner heißt. Oh, ich bin ein Teil jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint. Regie Kai Schubert, Dramaturgie Frank-Martin Wittmeier. Mit Andreas Hüg als Faust, Theo Fadersen als Mephisto, Clara Schöller spielt das Gretchen. Eine Eigenproduktion des Brandenburger Theaters und eine Koproduktion mit dem Theater Poetenpack in Potsdam. Premiere ist am Freitag, dem 20. März um 19.30 Uhr auf der Studiobühne. Weitere Aufführungen am Dienstag, dem 24. März um 10 Uhr und am Freitag, dem 27. März um 19.30 Uhr. Weitere Termine folgen. Tickets wie immer an der Theaterkasse oder unter Telefon 033 81 511 111. Ja, die Klinikumsleitung gibt noch bekannt, dass ab kommendem Montag ein provisorisches Sprechzimmer für Patienten eingerichtet wird. Und zwar für Patienten, bei denen der Verdacht besteht, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Wichtig dabei, der Raum befindet sich nicht im Klinikum, sondern im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof. Im ehemaligen Raum der Bioinsel können dann zuvor angemeldete Patienten von Ärzten untersucht werden. Und Oberbürgermeister Steffen Scheller verkündete heute in einem öffentlichen Schreiben, dass ab nächster Woche eine Allgemeinverfügung in Kraft treten wird. Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern werden dann generell untersagt. Wir machen einen Themenwechsel. Tja, damit hatte kaum jemand gerechnet. Peter Pflock, den alle nur unter Pflocki kennen, hört auf. Er zieht sich aus allen sozialen Projekten zurück. Warum das Ganze, das verriet er im SKB-Redaktionsbesuch. Seit 20 Jahren setzt sich Pflocki für Kinder ein, betreut sie und das nicht nur im Sport. Kinder sind unschlagbar, sein wichtigstes Projekt. Hier lernen Kinder sozialen Umgang und Normen, wie sie sich verhalten sollen. Durch den Karatesport sollen sie auch lernen, wie sie sich selbst verteidigen können. Eine lobenswerte Einrichtung, die für Kinder eine wertvolle Hilfe darstellt. Mit einem schier unglaublichen Engagement hat Pflocki sich in den letzten Jahren für Kinder eingesetzt. Aber jetzt will er Schluss machen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er schwer enttäuscht ist, dass seine Einrichtung nicht finanziell unterstützt wird.
Die Stadt tut sich da sehr, sehr schwer. Warum? Die Frage stelle ich mir auch. Ja. Stellt sich Satu und natürlich auch viele Leute, ja. Weil er wäre der Mann, der macht Ende der Verhandlung. Ja. Ja. Er wäre der. Das ist ja so, ja. Mit dem Projekt, die Kinder und Jugendlichen sind ja zu uns gekommen. Ja. Wir sind ja dann hier und dann sind sie zu uns gekommen. Und haben gedacht, Mensch, das klemmt da oder da, ja. Mhm. Und diesen Anlaufpunkt braucht diese Stadt. Unbedingt, ja. Und wir haben noch für 5 Jahre den Pachtvertrag für dieses Grundstück da. Ja. Aber ich habe den Eindruck, das ist nicht gewollt. Werdet ihr denn gefördert da jetzt auch staatlich oder so? Oder ist das, kann man vernachlässigen oder was, da kommt nichts oder wie? Oder? Jetzt wird es peinlich. Also der hat das kann ich gar nicht beantworten, da kommen uns Bede die Tränen. Mhm. Da fangen wir ja an, eine Kollekte zu machen. Ja. Fangen wir noch heute an, ja. Dann Aufruf. Dann niemand mit dem Hut los. Nein, was ist schade. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass die Betriebskosten, ja, von damals und zu heute, ja, enorm gestiegen sind, ne? Ja. Ja. Aber du kannst ja heute mit den Beiträgen, die du hast in die Vereine, betrifft alle Vereine, ja. Wer will damit überleben? Sein wichtigster Wunsch, die Einrichtung soll trotzdem bestehen bleiben. Wer übernehmen soll und wie es weitergehen soll, darüber spricht Flocki im Talk. Außerdem erzählt er, wie er mit Kindern gearbeitet hat, wie er in Schulen gegangen ist, warum es so wichtig ist, dass jemand für Kinder da ist, wenn sie Probleme haben. Sein Helfersyndrom war immer sein Markenzeichen. Flocki hatte immer ein Herz für Menschen, die Sorgen und Nöte hatten. Da ist auch manchmal bei Behörden ein unkonventionelles Wort gefallen. Er macht das eben frei Schnauze und ohne Papierkram. Alle, die ihn kennen und lieben und kennenlernen möchten, sei der Sendetermin gesagt. Montag, der 16. März, Flocki im Talk beim SKB um 18 Uhr nach dem SKB-Journal. Donnerstags gibt es wie immer an dieser Stelle unsere SKB-Veranstaltungstipps und wir haben diesmal eine bunte Mischung, wo bestimmt für jeden etwas dabei ist. Am Wochenende ist es wieder soweit. Der Frauenkleidermarkt XXL kommt wieder ins Brandenburger Rathaus. Es gibt Kleidungsstücke, Accessoires oder Modeschmuck zu ergattern. Wer Lust auf ein Schnäppchen hat, der sollte unbedingt vorbeischauen. Um 11 Uhr geht's los. Die medizinische Schule des Städtischen Klinikums öffnet wieder ihre Pforten. Zum Tag der offenen Tür kann man wieder in die unterschiedlichen Berufsfelder hineinschnuppern. Außerdem gibt es Entspannungsübungen, Massageöle zum Selbermachen und Smoothies. Los geht's ab 12 Uhr. In der Galerie Sonnensegel wird wieder eine Ausstellung eröffnet. Der Künstler Rainer Henze hat Grafiken und Skulpturen unter dem Titel Figurentheater mit in die Galerie gebracht. Zu bestaunen sind die Kunstwerke ab dem 14. März. Vernissage ist am Samstag um 16 Uhr. Es scheint so, dass der Frühling nächste Woche kommen soll. Zuvor steht aber noch das Wochenende an mit kalten Nächten und am Freitag sogar mit einer Sturmwarnung. Starke Böen werden erwartet mit Windstärke 8. Die pusten die Wolken ordentlich über den Himmel. Ab und zu kommt dann die Sonne raus bei maximal 9 Grad. Samstag wird es dann den ganzen Tag sehr sonnig bei 8 Grad. Dafür sinken die Temperaturen nachts in den Minusbereich. Und der Sonntag wird überwiegend heiter bei frühlingshaften 12 Grad. Nachts wird es aber wieder frisch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ja, kalte Nächte wird es nächste Woche auch noch geben, aber tagsüber sollen Temperaturen von bis zu 16 Grad erwartet werden. Und Frühlingsanfang haben wir ja auch nächste Woche. Liebe Zuschauer, das war's für den Donnerstag hier im SKB-Journal. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut.